Einen wunderschönen guten Tag, hier ist wieder Feldsturm und ich habe mal wieder ein Spiel am Start. Das ist das zweite Spiel aus dem E-Mail-Paket, was mir RCO zugeschickt hat und es ist wieder gegen Bandit. Und wir spielen auf Cloud Kingdom, was heißt wir spielen, wir schauen natürlich nur zu. Das ist auf Cloud Kingdom dieses Spiel und Cloud Kingdom ist meiner Meinung nach so eine geleckte Map, das ist großartig, wie aus dem Kinderbuch rausgeschnitten und zu StarCraft transferiert. Ich werde das mal ganz schnell zeigen, das haben bestimmt schon viele andere Caster gemacht, beziehungsweise ihr kennt es mal Leather. Das geht hier oben, beziehungsweise hier unten aus der Base raus und es schlängelt sich dann hier den ganzen Weg durch die Mitte, über diesen Damm oder diesen Weg hier und wieder zurück und da sind wir jetzt hier schon. So, die Spieler, wie gesagt, sind wieder RCO und Bandit. RCO startet auf Cloud Kingdom oben rechts als, was ist das hier, türkiser Protoss. Und hat jetzt auch schon hier den Pylon gesetzt, das heißt, da gibt es eine Force Fast Expand. Beziehungsweise, wie die Probe hier schon wieder rennt, könnte ich mir vorstellen, dass da wieder der ein oder andere Pylon gesetzt wird, um den Zerg vom Expandieren abzuhalten. Ich als Zerg-Spieler kotze da immer ordentlich ab, aber Bandit hat aus der Sache gelernt und hat jetzt relativ schnell seinen Spawning Pool schon gesetzt. Und hat auch den Extractor-Trick verwendet, um eine weitere Drone zu bekommen. Und die Probe von RCO, die steht jetzt erstmal ein bisschen lustig herum und denkt sich, ja, da gucken wir mal, auf dem Creep gefällt es mir, es ist schön warm oder was weiß ich, was sie sich denkt, ob die überhaupt denken kann. Es ist ja mehr oder weniger ein Roboter. Also denke ich zumindest. Also sieht zumindest hier unten auf dem Bild so aus, als wäre es ein Roboter. Da kommt auch schon die Forge. Und Bandit hat seine Drone jetzt hier vorne stehen. Mal gucken, was er macht. Er wird wahrscheinlich dahin, er dreht um und versucht rauszufinden, was die Probe vorhat, aber die Probe sagt sich, ich habe schon einen Spawning Pool hier gesehen, als ich hier drin war, beziehungsweise bevor ich Quatsch erzähle, nein, er hat keinen Spawning Pool gesehen, okay. Alles zurück, alle Kommandos zurück. Wurde nicht gesehen. Und, ja, Bandit reagiert nach dem ersten Spiel vollkommen richtig. Hat den Spawning Pool gesetzt bei 10, also ein 10 Pool, also ein 10 Pool gespielt, ein 10 Pool. Klingt natürlich nicht so toll wie ein Tenpool. Und hat jetzt schon 6 Linge am Start. Die gehen jetzt hier runter. Mal gucken, was die machen werden. Entweder rennen die rüber. Oder ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht auch guckt, ob irgendwo Pylone stehen. Das ist aber nicht der Fall. Er geht aggressiv vor. Und jetzt sieht Bandit, RCO den Spawning Pool von Bandit. Und mal gucken, was er da macht. Er hat jetzt schon seinen Wall hier mehr oder weniger komplett. Er hat die Forge stehen, den Pylon, das Gateway dahinter, die Photon Cannon hier oben. Und die Linge sollten meiner Meinung nach sich hier vorbeischlängeln, dann ein Stück hier hochrennen, hier oben vorbei und dann ab in die Mineral Line. Mal gucken, ob das doch passiert. Eins, zwei tot, dritter angeschossen, dritter tot. Also eine sehr erfolgreiche Kanonenplatzierung. Bandit hat jedoch nicht nur 3 Linien gesendet, sondern 6. Und die fangen jetzt an, hier die Probes anzugreifen. Und da haben wir schon 2 Verluste auf RCOs Seite. Und während ich hier quatsche, hat RCO 2 Pylone wieder gesetzt, jedoch sieht es so aus, als wäre seine, jawohl, die Probe wurde vertrieben und die Pylone sind jetzt ein ganz leichtes Ziel für die Linge und die werden jetzt einfach kaputt gekloppt. Und ja, währenddessen die Pylone zerkloppt werden, rennen hier oben die Probes hinter den beiden Lingen hinterher und die Linge versuchen sich natürlich nicht drauf einzulassen, beziehungsweise immer noch mal eine rauszupicken. Weil die Linge haben noch 35, ich wollte gerade 53 sagen, aber ich habe öfters mal einen Zahlendreher mit solchen Zahlen. Also 35 Hitpoints und erreichen ein paar Schläge von so einer Probe und dann sind die weg. Und das sieht aber alles relativ gut aus hier. Jetzt ist aber auch schon der erste Salad da und der sollte ganz schnell hier Ende im Gelände machen, also Schluss mit Schluss. Und die Linge vertreiben, aber mittlerweile rennen sie noch ein bisschen hin und her. Und Salad rennt auch lustig hinterher, also wird ein bisschen Reise nach Jerusalem um diese Mineral Line hier gemacht. Mittlerweile kann RCO noch relativ wenig dagegen ausrichten. Da geht schon wieder die nächste Drone-Probe flöten. Und wir gucken mal auf das Units Lost Tab oder Resources Lost. Und das sind jetzt 400. Und 400, da haben wir drin einen Pylon und 6 Probes. Jetzt muss ich kurz rechnen. Jawohl, das stimmt. Den Pylon von hier unten. Der andere ist noch nicht tot. Der steht jetzt hier noch lustig rum. Mal gucken, was dagegen noch gemacht wird. Bandit hat sich jetzt dazu entschieden, einen Roachborn zu setzen, während die RCO seine Expansion hier unten setzt und er immer noch mit den Lingen hier oben beschäftigt ist. Und jetzt muss ich mal ganz schnell gucken, ob... Nein, es gab keinen weiteren Kill. Und aber der Zealot steht relativ gut hier und gucken, was jetzt passiert. Der Ling, jetzt ist er tot und die anderen beiden sind jetzt noch hier, machen die nächste Drone Probe kaputt. Mensch, heute ist es aber... Heute ist es wieder schwierig mit dem Sprechen. Und
Ja, Bennett hat sich jetzt dazu entschieden, den Ling hier hinzustellen, der wartet. Und RCO wird jetzt ein bisschen vorsichtiger. Es fängt jetzt an mit MS Zealot, einen lässt er hier stehen, den anderen hat er jetzt hier schon herumgeschickt, um zu gucken, wo dieser Ling gerannt ist. Wurden jetzt aber durch den Laufweg wahrscheinlich hier unten finden und den kaputt machen und zack, da ist er weg. Und der Overlord hier bietet Bandit relativ gut Vision. Er sieht, wann diese Expansion mit Probes besetzt wird, beziehungsweise ob das Gas genommen wird. Und das sieht er jetzt auch. Und mal gucken, wann da was kommt, um diesen Overlord zu vertreiben. Beziehungsweise ich denke, dass RCO gar nicht weiß, dass er da ist. Jawohl, sieht so aus. Und während ich hier mich mit der Basis beschäftigt habe, wird dieser Pylon nach rausgenommen. Das macht dann insgesamt Units Lost or Resourced 550. Zwei Pylone, 7 Probes. So rum. Ja, kurze Verschnaufpause für mich. Es werden Roaches rübergeschickt und ein Hatchery wird in den Lair transmutiert oder gemorpht oder wie auch immer, wie ihr möchtet. Da wird in geraumer Zeit die Clear Reconstitution kommen, damit sich die Roaches schneller bewegen. Und gleichzeitig wird da Metabolismus-Schub gemacht, damit die Linge auch schneller bei der Basis sind. Weil es sieht so aus, als hätte Bennett jetzt das Blut geleckt und hat sich gesagt, ich habe jetzt so viel Schaden angerichtet und ich habe jetzt nicht wirklich viele Truppen gesehen. Hier gehe ich, außer hier muss ich unbedingt reinpushen. Und mal gucken, wie er das macht. Es wäre ganz, ganz klug, diesen Pylon hier rauszunehmen. Denn da hier vorne alles offline, würde ich mal sagen. Und schöne Kontrolle auf dieser Roach. Und wir werden es jetzt mal sehen. Der sogenannte Arthosis-Pylon. Das sieht man einer an. Der Kybernetikern wird hier noch durch die durch den Pylon hier hinten gepowert. Und die Forge und das Gateway sind aber absolut nutzlos und werden jetzt hier weggeschossen. Während von unten weitere Roaches an den Start gehen. Es wurde auch die zweite Expansion gesetzt, also die dritte Basis insgesamt. Und was ein ganz großes Problem jetzt ist, dieses Tag hier, also das Warp-Gate Tag wird nicht mehr fertig. Und es sieht fast wie GG aus. Gibt es zwar noch drei Kanonen, beziehungsweise jetzt sind es auch gleich vier, die noch ein bisschen schießen, aber die Roaches haben hier den Schwachpunkt in dieser Kanonenkonstellation gefunden und gehen einfach hier rum. Die können jetzt einfach hier stehen bleiben. Wenn man sie auf Hold setzt, dann bleiben die einfach auch stehen und können hier alles wegschießen, was hier lustig ist und vorbeikommt. Und RCO ist jetzt dazu gezwungen, sich hier zurückzuziehen und hier hinten weitere Gates aufzubauen. Beziehungsweise ich gucke mal ganz schnell, doch einen Kybernetik-Kern könnte er auch bauen. Jetzt, was macht ein Protoss, wenn er in der Enge getrieben ist? Richtig, er baut einen Dark Shrine. Das ist jetzt auch der Fall. Jetzt kommt der Kybernetik-Kern wieder. Das sind diese drei Gates, die jetzt hier stehen. Es ist wieder nur ein Pylon am Start. Da sollte man unbedingt vielleicht noch, also eigentlich unbedingt noch einen zweiten Pylon setzen. Das wurde jetzt auch gemacht. Damit es nicht wieder diese Arthosis-Situation heraufbeschworen wird. Und die Roaches hier hinten, die sind auf Hold. Greifen jetzt schon den Twilight Council an. Und jetzt werden wir mal sehen, ob das Timing so unglücklich für RCO ist. Ich wollte nicht beschissen sagen, aber so unglücklich für RCO ist, dass wenn dieser Twilight Council stirbt, der Darkschwein auch weg ist, weil ich glaube, ich bin nicht ganz so sattelfest bei Protoss, aber braucht man nicht einen Twilight Council für Dark Templar? Ach Gott, Feldsturm. Gucken wir doch mal. Nee, einfach nur ein Darkschwein. Okay, aber den Darkschwein braucht man, oder den Twilight Council braucht man, um den Darkschwein zu bauen. Zum Glück kann man das im Spiel alles nachschlagen. Also auch wenn der Twilight Council tot geht, der Dark Shrine ist noch auf dem Weg. Oder was heißt tot geht, aber eingerissen wird oder eingespuckt. Jedoch naht Unheil von Westen. Die Linge stehen jetzt schon bereit und rennen jetzt hier mit rein und dann diesen Pylon angreifen. Es ist wieder ein Arthosis-Pylon in diesem Moment. Und die nächsten Kanonen werden komplett aus dem Spiel genommen und sind jetzt Free Kills. Und die Linge rennen jetzt hier drum rum und machen die Kanonen kaputt, damit die nicht wieder gepowert werden können. Und hier oben stehen jetzt noch zwei Stalker, die versuchen diese Rampe zu verteidigen. Das funktioniert relativ gut, wenn man die gut positioniert und vielleicht noch eine Probe mitnimmt, um das richtig dicht zu machen. Und wir werden mal sehen, was jetzt hier Bandit gegen die Dark Templar macht. Er hat jetzt natürlich Mutalisks auf dem Weg, also auf jeden Fall auf der sehr, sehr sicheren Seite, weil ich habe noch nie einen Dark Templar nach oben schlagen sehen, beziehungsweise ich habe noch nie ihn springen sehen. Also werden die Mutas mit den Dark Templern, sobald sie gespottet sind, ein sehr, sehr leichtes Spiel haben. Wir gucken mal ganz schnell auf das Units Lost Set. Es gibt auch zwei Overseer, die sollten relativ schnell dann auch mit ins Kampfgeschehen eingreifen, beziehungsweise sich dahin bewegen. Und der eine steht jetzt hier schon bereit, oben wird noch einer rangemorpht. Es gibt auch Weapon Upgrades für die Linge, also für die Melee Attack und für die Mutalisten in Form von diesem Flyer Attacks Level 1.
Und eine weitere Queen, die wahrscheinlich hier rausploppen wird. Jawohl, die ploppt hier raus. Mal gucken, wo sie dann hingeht. Ja, ist ja schon eine halt. Das ist die von hier. Also wird eben wahrscheinlich eine von den beiden wieder zu dieser Basis dann unterwegs sein. Beziehungsweise gucken, ob wir das überhaupt noch sehen werden, weil die Mudas jetzt hier reinkommen. Und RTO hat natürlich keine Antwort auf die Mudas. Und die rennen jetzt hier rein und das sieht aus wie GG, weil in dieser Situation kann er nichts mehr machen. Hat keine Warp-Gate-Technologie fertig, das dauert viel zu lange. Ah doch, die hat er jetzt fertig. Das dauert aber viel zu lange, um das ran zu warpen und dann Stalker rein zu warpen. Und die Kanonen stehen außerhalb der Mineral Line. Da hat er keine Chance gehabt, das zu verteidigen. Und es waren noch so viele Mudalists. Ich denke, das waren 12. 12, ja. 12 Mudas. Und da war kein Land mehr in Sicht. Und somit hat Bandit das Spiel für sich entschieden. Wir gucken mal auf die Lost Units und das sieht man natürlich sehr, sehr, sehr gern, dass ein Gegner dreimal, also über dreimal, 3,8 mal oder 3,7 mal so viele Mineralien oder Ressourcen verloren hat, wie man selbst. Und das sieht auf jeden Fall nach einem sehr, sehr guten Spiel aus. Wir gucken mal auf die APM und Bandit fährt mit 76 APM im Durchschnitt ein relativ, ja, ein relativ schnelles Spiel. Ich denke zu wissen, dass er Platin-Liga oder so in der Richtung ist. Also es könnte auch sein, dass ein Diamond ist. Ich will mich da nicht aus dem Fenster lehnen. Aber das kann man auf jeden Fall machen. 76 reicht auf jeden Fall für, also ich will nicht Low-Level sagen, das ist natürlich falsch, aber für Mid-Level-Spieler. Ich selber habe meistens ein bisschen weniger und ich bin ja auch noch Gold-Liga. Also zumindest bin ich jetzt in Silber-Liga und im 2 gegen 2 Gold. Und jetzt spiele ich aber auch gerade nicht mehr, weil ich immer caste und hoffe, dass die Leute Spaß an meinen Casts haben. Und bevor ich hier noch zwei Stunden oder sonst wie lange noch rumplapper, wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder was auch immer, je nachdem, welche Uhrzeit ihr euch bewegt. Und bis zum nächsten Mal, euer Feldsturm. Tschüssi.